Wo wir die Orks beschützen müssen. Die müssen ja. Vorwärts, immer vorwärts! Ihr braucht die Uruks nicht zu fürchten. Okay. Sterbliches Leid kann uns nichts anhaben. Unsere Qual sitzt viel tiefer. Scheiße. Jetzt geht hier niemals aus. Ah, ich bin dumm, da gibt's überhaupt Pfeile unten. Ich kümmere mich um die Uruks. Du kümmerst dich um den Karren mit dem Sprengstoff. Vorwärts, ihr braucht die Uruks nicht zu fürchten. Sterbliches Leid kann uns nichts anhaben. Unsere Qual sitzt viel tiefer. So. Okay, wir schaffen es. Wir schieben wieder zu dir. Wir schaffen das, wir schaffen das. Nur mit 23 zu Fuß. Oh mein Gott. Sehr schön. Du hast ihren Untergang besiegelt. Mein Volk glaubt, es hätte sich seine Freiheit erkämpft. Hast du ihnen das versprochen? Sie brauchen Hoffnung. Ich gab ihnen nur, was sie wollten.
Gib deinen Männern einen Anführer. Es scheint, als wäre ich im Tode für diese Ausgestoßenen kein solches Monster wie im Leben. Die Schwarze Hand und seine Hauptmänner sind die wahren Monster. Und diese Menschen vernichten. Das sind keine mehr. Mein halbes Leben habe ich an der Grenze Mordors verbracht und hielt das Land für tot. Ich ahnte nie, welche Geheimnisse es bewahrt. Das Land der Schatten erwacht aus seinem langen Schlaf. Es hält noch viele Geschichten für uns bereit. So. Wenn wir schon da sind, dann machen wir das alles nicht. Ja?
Eine Minute wird wohl kaum machbar sein, das Ganze hier zu schaffen noch. Ich hab dem Hauptmann gesagt. Warte! Ich rieche etwas. Geschafft. Sehr gut. Dann das Messer. Dankeschön. Na gut, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dann, haut rein, mach's gut, ciao.